Ich bin kein Freund der Boykottkampagne, das ist bekannt. Ich glaube, gerade mit der deutschen Geschichte soll man mit Boykottforderungen sehr zurückhaltend und vorsichtig sein. Ich halte sie politisch für falsch. Das habe ich immer vertreten, auch mit meinen Freundinnen und Freunden. Sie kann politisch falsch sein. Sie ist aber nicht antisemitisch. Es gibt Dinge, wo man sagen kann, sie sind politisch unsinnig. Oder denkt man nach, in welcher Umgebung sich was entwickelt. Überall das Ticket drauf zu kleben, Antisemitismus, hilft überhaupt keinem weiter. Also da muss man schon etwas präziser über die Dinge reden. Die Forderung gegenüber Attac ist ja damit begründet worden, dass Attac insbesondere sich auseinandersetzt mit dem Finanzkapital in Deutschland, in Europa und weltweit. Im Rückgriff auf die deutsche Geschichte, so war die deutsche Geschichte, wo es versucht worden ist, eine Unterscheidung zu bringen zwischen dem reffenden und schaffenden Kapital, und das reffende Kapital, den Jüdinnen und Juden zugeschrieben worden sind, wird dann formuliert, das, was Attac hier betreibt, wäre deswegen antisemitisch. Ja, entschuldigen Sie, glauben Sie wirklich, dass kein Unterschied besteht zwischen der Finanztransaktionssteuer und dem Holocaust? Wie kann man nur so leichtfertig die Gewichte verschieben? Man kann ja Attac dann kritisieren von der Forderung her und sagen, Finanztransaktionssteuer bringt überhaupt nichts, etc. Das ist aber nicht der Fall. Die Argumentation ist, das wäre antisemitisch, zumindest strukturell antisemitisch. Die ganze Kampagne und Auseinandersetzung, also beim Simon-Wiesenthal-Zentrum, das finde ich ja sehr bedauerlich. Ne? Beim letzten Mal war es Jakob Augstein, der auf Platz 4 der Antisemitismuslistisch stand. Ich weiß nicht, wer. Transaktionssteuer was? Ja nicht von Attac ursprünglich, sondern von einem Berater von Präsident Carter. Da muss der Mann ja auch Antisemit gewesen sein. Ja, es greift zurück auf die Finanztheorien von Gesell. Also, ich wollte es ja vom Inhalt gar nicht vertiefen, ob ja oder nein. Ich bin da immer ein bisschen sehr skeptischer, wenn man nur auf die Verteilungsebene abhebt. Aber ich wollte nur sagen, es hat mit Antisemitismus nichts zu tun. Überhaupt nichts. Ne? Und finden Sie es nicht bedrückend, wenn ich über Antisemitismus nachdenke bei der deutschen Geschichte, da sehe ich die Mörderinnen und Mörder unter uns hier. Aber das hat auch nichts damit zu tun, ob ein Verband, ein Verein, eine politische Partei Forderungen in diesem Bereich der Finanzwirtschaft stellt. Was ist daran antisemitisch? Nein? So. Ja, das müssen Sie mir erklären. Versuchen Sie es mir doch mal zu erklären. Ich will es ja verstehen. Machen Sie nachher. Okay. Ich will es ja verstehen. Ich würde auch gerne verstehen, was an der Zeitschrift Freitag und Ihrem Chefredakteur Jakob Augstein, antisemitisch ist. Ich würde gerne verstehen wollen, warum man nicht, wenn man in einem Land wie Deutschland lebt, zur Kenntnis nimmt, dass wir hier rechte Parteien haben, wo der Antisemitismus noch nie eine Rolle gespielt hat. Ich habe mir diese gespenstische Bundestagsdebatte, die sich auch um meine Person drehte, angeschaut und teilweise mitgeführt, diese Debatte. Wenn mein Hinweis, dass in der Geschichte die Linke mit ihrer eigenen Geschichte kritisch zu Felde ziehen muss, also sich auseinandersetzen muss. Für die Sozialdemokratie muss man sagen, bei August Bebel seine Formulierung war, Antisemitismus, das ist der Sozialismus der dummen Kerls. Das war die sozialdemokratische Partei, die so uns formuliert hat. Überhaupt nicht vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, überhaupt nicht akzeptabel über so drüber zu reden. Wenn Sie sich angeschaut haben, was Günter Grass damals geschrieben hat, mit seiner Geschichte ist es schon schwierig, sowas zu schreiben, wo er gewarnt hat vor einem militärischen Angriff Israels auf den Iran. Ich bin froh, dass er sich durchgesetzt hat und nicht Israel sich durchgesetzt hat. Was ist daran antisemitisch? So, ne? Die Frage ist der Iran Frage. Ist ja auch etwas für den antisemitischen Staat, also politisch neutral. Ich habe mit dem Iran, also meine Genossen im Iran sitzen in den Gefängnissen und sind umgebracht worden.
Die haben nämlich da gekämpft. Ja, und für einen anderen Staat. Stellen doch nicht die Regierung. Nee, eben. Ja, wenn Sie. Was will er denn? Was will denn die iranische Staatsregierung? Können wir die Debatte hinterher führen, dass wir erstmal den Vortrag zu Ende hören und dann irgendwie versuchen, eine Struktur in die Diskussion zu bringen? Nein, es ist doch klar, was dahinter steckt. Also, der Iran ist nicht ein Staat, den ich mir vorstelle. Der Iran ist ein Staat, den ich kritisiere. Ich finde die Staatspolitik des Irans gerade gegenüber Israel nicht akzeptabel. Ich würde mir wünschen, dass es auch zu einer Kooperation, zur Vereinbarung, zur Zusammenarbeit zwischen dem Iran, Israel und anderen Staaten in der Region gibt. Das Problem, eines der Probleme in Israel ist, dass man sich als Europa im Nahen Osten fühlt und nicht als Teil des Nahen Osten. So, und wenn Sie Kriege nicht wollen, und ich will Kriege nicht, weil Sie keine Lösung bringen werden, dann müssen Sie für Zusammenarbeit werben. Das gefällt einem, manchmal ist es leichter, manchmal ist es sehr schwer. Sie werden den Iran nicht wegzaubern können. Und ich möchte nicht, dass der Iran gewaltsam gegen anderen Staaten in der Region umgeht. So, was passiert denn in Syrien? Ne? Es ist doch erkennbar, dass die israelische Politik eng verbunden war mit Assad, immer noch eng verbunden ist mit Assad, weil für Israel eine Frage steht, Sicherheit des Staates Israel in der Region. Ich glaube, nur Sicherheit wird man anders herstellen müssen, aber man muss sie herstellen. Was kann man wirklich, wenn Deutschland seine besondere Verantwortung gegenüber Israel wahrnehmen will? Ich bin dafür, dass Deutschland eine besondere Verantwortung gegenüber Israel hat, weil die resultiert aus den ermordeten 6,5 Millionen Jüdinnen und Juden in Europa. Das waren ja Deutsche, die in den Mordkommandos tätig waren. Wenn man die wahrnimmt, muss man einem befreundeten Staat auch ganz klar sagen, was geht und was nicht geht. Wenn man darauf verzichtet, tut man dem Staat nichts Gutes, tut man den Bürgerinnen und Bürgern nichts Gutes und wird man ein politisches Klima der Unaufrichtigkeit erschaffen. Ich bin für Veränderungen deutscher Politik gegenüber zu Israel. Auch Israel völlig klar sagen, was man akzeptiert und was man nicht akzeptiert. Ich halte den Siedlungsbau für nicht akzeptabel. Dazu gibt es kein Recht, weder international noch moralisch. Warum ist ein Aussprechen dieser Position antisemitisch? Das wird Ihnen keiner erklären können. Das heißt, man baut eine Bugwelle auf, weil man über andere Fragen nicht reden will. Ich finde, man muss über beide Fragen reden. Ich habe sie ja zumindest knapp angesprochen, dass ich verstehe, dass ich mit der Geschichte der Jüdinnen und Juden, der Wunsch nach einem sicheren Heimstatt, nach einem sicheren Hafen aufgebaut hat und zu begründen ist und zu erklären ist. Deswegen ist es für mich völlig absurd, über das Existenzrecht von Israel zu reden oder nicht zu reden. Israel existiert und wird, solange es seine Bürger wollen, auch weiter existieren. Völlig klar. Mit der israelischen Geschichte muss man sogar verstehen, warum das für die Jüdinnen und Juden existenziell ist. Und man muss es verteidigen. Aber was man für den einen verteidigt, ist das Leiden des anderen. Die Vertreibung der Palästinenser hat keinen Frieden gebracht, ist bis heute nicht geregelt. Warum soll ich die deutsche Schuld, ja, auf die Rücken der Palästinenser übertragen? Nein, warum soll ich das tun? Wer macht das denn? Nennen Sie doch mal einen Namen. Durch die Regierung dieses Landes, indem man die Palästinenser sitzen lässt und sagt, das ist deren. Sollen die doch dafür sorgen, dass sie ihren Staat kriegen oder nicht kriegen? Aber wenn sie ein Recht auf diesen Staat haben, muss man das mitverfechten. Und dann kann man auch in den Vereinten Nationen etwas mutiger abstimmen, wie es dieses Deutschland tut. Wir tragen dadurch nichts ab, sondern wir übertragen das auf die Schulter, zulasten der Palästinenserinnen und Palästinenser. Das finde ich unmoralisch und unakzeptabel aus meiner Sicht. Das muss man auch in aller Klarheit aussprechen. So. Warum setzt man sich nicht mit dem Rassismus in diesem Lande energisch auseinander? Also was von der AfD kommt, was von der Rechten in diesem Lande kommt, das sind doch alles rassistische Züge und Auffassungen. Da muss man sich abgrenzen.
was stellen wir dem Rassismus entgegen? Wir hätten so viel... Ich verstehe jetzt die Einwände nicht, wenn ich gesagt. Aber ich muss sie wahrscheinlich auch nicht. Gut, ist Insider. Ich muss es wahrscheinlich auch nicht verstehen. So, erkennt sich jetzt 40. Okay. Erklären Sie mir doch nochmal, was ich gerne verstehen würde, wenn ein Lehrer hier in Oldenburg die Boykottkampagne für richtig findet. Ich weiß auch gar nicht, ob er gesagt hat, ich habe seine Texte nicht gelesen, dass er sie unterstützt. Nein? Ich unterstelle mal, er hätte es wahrscheinlich gesagt oder könnte es gesagt haben. Nein? Ist das eine politische Auffassung, mit der man sich auseinandersetzen muss? Wieso muss man fordern, dass der aus seinem Beruf enthoben wird? Wo ist da Demokratie, wo ist da Offenheit? Wo ist ein Lernprozess? Du bist doch auch Lehrer, du musst das doch wissen. Gefordert. Nein. Einer sitzt hier sogar, der das mitgefordert hat. Ja, genau. Kann ich Ihnen nachher vorzeigen. Ich habe in der Jerusalem-Post. Das habe ich hier alles dokumentiert. Das ist alles nicht Interview mit Paul Foltersdorf. Das ist zwei Tage, das gefordert. Da hinten sitzt er. Ja, ich finde ja, der Lehrer sollte in die Bibliothek gesteckt werden, nicht sein Beruf. Ja, genau. Wieso? Ist doch noch mehr. Und nicht Sechstklässler mit so einem Problem konfrontieren. Ja? Und gut, ich bin kein. Eine pädagogische Debatte bringt jetzt gar nichts. Es geht um die Frage der politischen Freiheit. Darf man sowas vertreten in diesem Land oder darf man es nicht? Und wenn man es nicht vertreten darf, warum nicht? Kann man zur Auffassung kommen, den Verkauf, Vertrieb von israelischen Waren, die nicht in Israel produziert werden, sondern in den besetzten Gebieten, dass das auch ausgewiesen wird. Das ist der Beschluss des Europaparlaments. So, also es gibt ja zumindest eine Rechtsgrundlage. Kann man das vertreten oder kann man es nicht vertreten? Wieso muss man einen solchen Lehrer unter einem solchen Druck setzen? Ich glaube, Sie haben nicht verstanden, was die BDS fordert. Ach so. Ich entnehme erstmal, dass Sie in dieser Frage, dass Waren, die nicht in Israel produziert werden, sondern die produziert werden in besetzten Gebieten und nach Europa mit dem Label Israel verkauft werden, dass das nicht korrekt ist und dass man es umgekehrt ausweisen muss, produziert in den von Israel besetzten Gebieten. Wenn wir da einer Auffassung sind, das ist schon ein beachtlicher Fortschritt. So, kann ich nur sagen, ich würde auch in diesem Falle anraten, machen Sie keine Boykottkampagne in Deutschland. In Frankreich, in anderen Ländern liest sich das schon völlig anders. Bei der Geschichte dieses Landes muss man einfach drüber nachdenken und Rücksicht nehmen. Aber es hat doch nichts mit Antisemitismus zu tun. Nein. 1933 standen halt auch die Nazis eben halt. Ja, ich habe... Wissen Sie, es ist so blöd, miteinander zu diskutieren. Also meine Position war, mit der Geschichte eines Landes, zu der auch gehört, kauft nicht bei Jüdinnen und Juden. Das ist Geschichte dieses Landes. Würde ich immer anraten, lass es sein mit solchen Boykottkampagnen. Das kann nur missverstanden werden und falsch verstanden werden. So, was ist daran zu kritisieren? Wenn Leute so einen Ratschlag in den Wind schlagen und sagen, das sehe ich aber ganz anders. Das ist deren Entscheidung, aber es ist immer noch nicht antisemitisch. Also ich kenne ja auch die Josef-Post und das, was Weinthaler und andere dort schreiben, sind politische Kampagnen, die losgetreten werden. Und ich werde nicht zulassen, dass die Linke aus den profanen Gründen, dass man nicht will, dass sie für eine Regierung überhaupt in Frage kommt. Ich bin ja kein Freund dieser Beteiligung der Linken an einer Bundesregierung. Das wird nicht besonders viel Gutes momentan bringen. Aber die Absicht ist natürlich, die Linke so zu stigmatisieren, dass sie erstmal für die Debatte schon nicht in Frage kommt. Das hat auch mit dem eigentlichen Anlass, den Überlegungen in diesem Lande Aufklärung zu schaffen, Hintergründe zu debattieren, Gerechtigkeit walten zu lassen, auch Gerechtigkeit, auf die die Palästinenserinnen und Palästinenser Anspruch haben, überhaupt nichts mehr zu tun. So, und das war für mich der Anlass, das Buch zu machen. Ich gebe zu, in einer Frage ist es spekulativ. Das habe ich aber auch gleich geschrieben.
Ich hab mir sehr den Kopf darüber zerbrochen, wie kommt Meinung überhaupt in die Köpfe. Und das spekulative Bild, was sie hier benutzt hat, ist durchaus rar. Wenn Sie Nachrichten, Rundfunk, Fernsehen verfolgen, haben Sie immer die Rubrik Experten. Im Bundestag dreimal zu einer Frage geredet zu haben, sind Sie sofort zum Experten ernannt. Ne? So, und die Experten berufen sich dann auf Stiftung, Meinungsforschung, sind in Deutschland meistens Bertelsmann, das ist die Stiftung Wissenschaft und Politik, also der Braintrust der Bundesregierung, ne? Das ist die Körperstiftung und andere. Und die wiederum zitieren dann zwei Hände voller Abgeordneten. Es sind nicht mehr wie 50 bis 100 Journalisten, die auch über die außenpolitischen Fragen schreiben und die außenpolitische Wahrnehmung, das Meinungsbild in diesem Lande prägen. So, und da gibt es Netzwerke, da gehören sie zu, da gehören sie nicht zu. Wenn sie drinnen sind, werden sie aufgebaut, wie die Atlantikbrücke, wo mein Freund, Kollege Stefan Liebig drin ist. Da habe ich immer gesagt, tritt aus, was willst du da? Aber das ist schon ein bisschen die Einschätzung, ohne Unterstützung den USA wird man so schnell nichts in der Politik. Kann man auch darauf verzichten. Ja, das ist so. Die sind war das also, Liebigs Antwort? Nee, war meine. Liebigs Antwort war, er möchte ja zugehören. Ah, so. Da ist eben der Unterschied. Es ist relativ einfach, wenn Sie in der Atlantikbrücke sind, werden Sie häufiger in den USA eingeladen, dann werden Sie bekannt gemacht mit den jüngeren Nachwuchspolitikern in den USA. Ne? Dann bildet sich schnell so eine Clique draus. So macht man Politik. Das haben übrigens die Russen nicht anders gemacht. Nur, dass es bei denen stigmatisiert ist. Ne? Daraus ergeben sich Netzwerke, die nicht mehr transparent sind, wo man gar nicht mehr weiß, wo welche politische Entscheidung gefällt ist. So, und jetzt gibt es ganz spannende Crossover. Wie am 20. wird Trump in sein Amt eingeführt. Das ist ein großer Anhänger der Verfechten des jüdischen Staates. Ne, ich möchte gerne am 20., das ist Bundestagssitzungstag, einen Antrag im Bundestag einbringen. Wir warten von dem amerikanischen Präsidenten Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland und Schluss mit Rammstein und mit Afrikon in Stuttgart. So, kein Krieg darf vom deutschen Boden ausgehen. Das ist die deutsche Geschichte. Und es waren immer zwei Dinge, die zusammengegangen sind in der deutschen Geschichte und die lasse ich nicht gegeneinander aufwägen oder gegeneinander spielen. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Beides war deutsche Geschichte. Oder ist deutsche Geschichte. Und deswegen so. Solltest du deinen Antrag noch ein Amendment dranhängen, am 20. und fordern, dass die Produktion von Waffen bei Heckler und Koch sofort eingestellt wird. Ja, klar. Diese alte Geschichte, ne? Ja. Sowjetimperialismus, US-Imperialismus und wir Deutschen sind unschuldig, weil bei uns soll der Krieg ausgeführt werden. Das war doch schon immer falsch. Heckler und Koch ist das Problem von Kauder, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU. Nee, das ist auch unser Problem. Ja, klar. Entschuldigung, in seinem Wahlkreis sind die Fertigungsanlagen von Heckler und Koch. Die Produktion von Kleinwaffen sind die Waffen, die am meisten Toten produzieren. Und deswegen braucht man nur Stichwort geben, Heckler und Koch, dann steht Kauder schon am Mikro. Das kann man ja alles nachvollziehen. So, ich wollte Ihnen nochmal einen Punkt sagen, wo ich finde, dass die Linke und meine linken Genossinnen und Genossen, würde ich bitten, denken Sie doch mal mit nach über diese Frage. Immer einen Fehler gemacht haben. Wir haben den Zionismus nur als rechte Bewegung unter Jüdinnen und Juden in der damaligen Sowjetunion, vor allen Dingen, dass er entstanden, wahrgenommen. Wir haben aber nie aufmerksam genau geschaut, dass es auch einen linken Zionismus gibt, der orientiert war auf Zusammenarbeit mit den Palästinensern und Palästinensern, die ja darauf orientiert waren, aus dieser verfluchten Region ein gemeinsames zu machen. Da gehören solche Leute dazu wie Uri Avneri. Uri Avneri ist Zionist, aber kein,
kann er da auf Expansion orientiert. Ja, 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 klar. War, der war in diesen Militärformationen. In der Sternenbande. Genau. Ja. So, da gehören solche Leute dazu wie Amos Oz, ohne die ich mir eine Kultur von Israel überhaupt nicht vorstellen kann. Wäre es nicht sinnvoll, wenn die deutsche Linke sagt, nicht zu sich selber daran arbeiten würde? Wir haben in dieser Frage einen Fehler gemacht. Wir müssen diesen Fehler korrigieren. Wir sind diejenigen, die ein enges Verhältnis zur Linken in Israel wollen. Wir könnten eine Brücke sein zwischen den Palästinenserinnen und Palästinensern und den Israelis. Nur alleine in der Region wird sich Israel auf Dauer nicht halten. Ich habe die israelische Politik immer gefragt, wollt ihr lieber mit dem IS umgehen? Da erscheint ja Hamas schon als harmlos. Da sagt ja mittlerweile jeder, ja klar, mit Hamas muss man reden, mit den anderen kann man nicht reden. Warum ist es so schwer, sich gemeinsam darüber Gedanken zu machen? Wieso sind solche Organisationen wie die Hamas überhaupt entstanden? Oder im Libanon die Hezbollah? Wer trägt die Verantwortung? Ja, wer hat die finanziert? Wer hat die aufgebaut? Wer hat die, dass der Mossad an der Finanzierung der Hamas beteiligt war? Es kann ja sein, dass sie Sachen einfach nicht wahrhaben wollen, die geschichtlich einfach so vorhanden sind. Der Mossad war an der Finanzierung, dem Aufbau von der Hamas beteiligt, weil für ihn war der größere Feind die PLO. So, und dieses alte Scheiß-Dogma, auch von Linken, der Feind meines Feindes kann mein Verbündeter sein, ist natürlich durchpraktiziert worden. Für den israelischen Staat, die staatlichen Funktionen, war die Hamas ungefährlicher wie die PLO. Nur mit der PLO hat man Verträge schließen können, was ja Israel dann gemacht hat, mit der Hamas nicht. Und dieses berühmte Gedicht von Zauberlehrling, ich rief die Geister, werd sie nicht mehr los, das ist auch eine Realität. Das ist einfach zu beweisen, und mit ihnen gar nicht rumstreiten, dass Israel die Hamas mitfinanziert und mit aufgebaut hat. Dass man im Libanon die Hezbollah kräftig mitfinanziert hat. So. Herr Gerke, hören Sie bitte auf. Ja, nein, das war so. Ich meine, also Hezbollah im Libanon ist nur mit dem Geld aus dem Iran und der Führung von Ayatollah Khamenei aufgebaut worden, bis heute. Und hören Sie auf, schon diese Märchen hier. Ich meine ernst. Das ist auch unverhältnismäßig. Es ist überhaupt nicht unsachlich, wer sich angeschaut hat, die kriegerischen Auseinandersetzungen im Süden des Libanons, die über die Hezbollah einerseits und über die israelische Armee andererseits ausgetragen worden sind. Der hat sehr schnell ein Bild gehabt, wie die Dinge dort zusammengespielt werden. Und das können Sie heute in Syrien sehr anschaulich studieren. Man kann ja sagen, das wollen wir alles nicht wahrhaben. Nur dann kriegen Sie keine Logik drin, mit wem man verhandeln muss oder nicht verhandeln muss. Ne? Ich sage Ihnen, Israel verhandelt mit der Hezbollah, was ich übrigens ganz vernünftig finde. Israel verhandelt mit der Hamas. Israels Problem ist, dass der Staat Israel sich nicht festlegen will auf Grenzen. Also bei einem meiner vielen Besuche in Israel bin ich auch eingeladen worden vom israelischen Inlandsgeheimdienst, der uns briefen sollte als Delegation des Bundestages. Auf die simple Frage, ob ich eine Landkarte erhalten könnte mit eingezeichneten Grenzen Israels, ist die Antwort, es gibt solche Karten nicht. Ein Staat, der nicht beschreiben kann, wo seine Grenze ist, hat es immer schwer, seine Staatlichkeit zu verteidigen. Das heißt, ich möchte gerne, dass Israel ein ganz normaler, vernünftiger Staat im Nahen Osten ist, mit allen Rechten, mit allen Sicherheiten, der nachbarschaftlich mit einem palästinensischen Staat, der die gleichen Rechte hat, zusammenlebt und dass man möglichst zu vielen Vereinbarungen kommt, die Gewalt ausschließen. Was ist daran antisemitisch? So, mein Ausgangspunkt war, dass die Linke nachdenken muss, dass es auch einen linken Zionismus gegeben hat und gibt.
mit respektablen Persönlichkeiten, dass mit diesem linken Zionismus eine Zusammenarbeit immer möglich gewesen ist. So, wenn man eine solche Ausgangsposition hat, übrigens sich da überhaupt nachzudenken, wenn es so ist, dass der Lehrerkollege hier Probleme hat, weil er die Boykottkampagne für vernünftig oder nicht vernünftig hält. Ne? Dann werden sie in anderen Ländern Europas nur Gelächter auslösen. Das ist wieder typisch deutsch. Genau. So, und darüber würde ich gerne streiten mit Ihnen. Bin ich sehr aufgeschlossen, dass Sie mir ein bisschen was erklären, was Sie unter Antisemitismus verstehen. Ich habe mir ja selbst vorgetragen, was die Bundesregierung darunter versteht. Das ist für mich schon ein hoher Belastungsgrad. Die Histadrut hat es verstanden in Israel. Was? Die Histadrut hat es aber verstanden. Ja, das ist, die Gewerkschaftsbewegung ist nicht mal das, was Sie vielleicht annehmen, dass es das ist. In der Gründungsphase konnte ein Palästinenser, ein Araber, gar nicht Mitglied der Gewerkschaft dort werden. Das war nun leider so. Ne? So, und die Gewerkschaft hat natürlich erheblichen Einfluss auf die Finanzierung von sozialen Leistungen, von Sozialversicherung. Die Gewerkschaftsbewegung in Israel ist viel linker geworden, als sie es annehmen. Ne? Was ja auch dafür spricht, dass sie mit uns relativ gute Zusammenarbeit entwickeln. Ne? Aber dass das falsch war, dass sie Araber nicht aufgenommen haben, das sagt ihnen in Israel heute jeder. Sie sind wirklich hinter dem Mond zurück. Ne? Und in der Art und Weise werden sie nicht für Frieden in Israel wirken, für Zusammenarbeit von Jüdinnen und Juden in Israel und Nicht-Jüdinnen und Juden in Israel, sondern in dieser Art und Weise macht man einen israelischen Staat kaputt. Ich halte den jetzigen Staatspräsidenten Netanyahu für die größte Gefahr für die Existenz des israelischen Staates und nicht der Linken.